Grüße, yo. Wieder mal Montag. Hey, aber Ray Zero, Episode 17. So viele Fragen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und an einigen Stellen sogar Antworten, wo man sagen muss, okay, aber das hilft mir nicht viel. Wir wissen jetzt, dass das Ding, das die Karawane angetroffen hat, ein Wal ist. Ein weißer Wal. Yay! Okay. Und zweitens wissen wir, dass anscheinend jeder, der von diesem Wal getötet wird, schrägstrich gefressen, nicht nur verschwindet, sondern anscheinend aus der Geschichte rausradiert wird. Das bekommt man ja im späteren Verlauf noch sehr viel deutlicher, weil in der vorherigen Episode hat man auch gesehen, okay, wurde geredet von den Leuten, die am Anfang verschwunden sind, dass niemand mitbekommen hat, dass die weg sind und man gedacht, okay, was geht hier ab? Nee, nicht nur, dass Leute anscheinend aus diesem Umfeld verschwinden und keiner sich an diese Menschen erinnern kann. Nee. Alles verschwindet. Man sieht es im späteren Verlauf. Und darauf komme ich. Erstens einmal, das Verhältnis, das Subaru zu Rem hat, ist wirklich wow. Ich bin sehr am Überlegen, wie ich mich jetzt über Subaru äußern kann überhaupt, weil ich möchte zu negativ über ihn sein, aber ich kann auch nicht positiv über ihn sein, weil, wow. Schon in der vorherigen Episode hat man gesehen, okay, der Typ ist nicht unbedingt austrein, okay, der hat wirklich schwere Probleme. Und er ist wirklich nicht wirklich jemand, der, den man wirklich, sagen wir mal so, eine noble Gesinnung nachreden kann, wie man bereits in vorherigen Episoden gesehen hat. Also, dass er wirklich nicht jemand ist, der sich für andere opfern kann, in dem Sinn, wie er es eigentlich möchte wahrscheinlich, oder wie es zum Beispiel verlangt wird von Starline. Aber in diesem kleinen Hetzjagd, Schrägstrich, keine Ahnung, Ding, während die Leute vor diesem weißen Wal links und rechts davonlaufen, schrägstrich gefressen werden. Und der eine Kutschführer, dieser Otto, glaube ich, ja? Yeah, kleine Simpsons-Reference vielleicht, möglicherweise. Yeah, mein Name ist Otto, sauf dich blöd, ist mein Motto. Nee, auf jeden Fall. Anscheinend der letzte Wagen ist, der noch übrig ist am Schluss, entschließt sich einfach Rem zum Beispiel, yep, okay, das ist jetzt mein Moment, mehr oder weniger, und opfert sich einfach nur dafür, für Subaru. Okay? Was ziemlich tragische Szene ist im Moment. Es ist schon das zweite Mal, dass das Mädel für Subaru drauf geht, in diesem Sinne. Okay? Sie ihn sogar noch mit einer schönen Handkante mal kurz außer Gefecht setzt und dann sich vor ihm verabschiedet und dann weg ist. Und das bekommt man auch noch wunderbar aus seinem Blickwinkel, durch seine Augen zu sehen. Wo ich sagen muss, yeah, die gehen hier wirklich für den dicklich Uppercut direkt in die Magengrube. Und am Anfang ist es noch wirklich so, dass er noch wirklich, wir müssen umdrehen, müssen sie versuchen zu retten irgendwie und so. Ja, okay. Und an irgendeinem Punkt anscheinend in dieser Szene, während des ganzen Herumdiskutierens, was sie eigentlich machen, während eben die Kutsche in Richtung nirgendwo anscheinend rast, scheint bei ihm irgendwann die Sicherung endgültig wieder mal zu fallen. Man merkt wirklich, dass das zwischen geistiger Klarheit und okay, hier sagt der mögliche Verstand, winke, winke. Okay? Yay. Ich bin über die Möglichkeiten des Menschenverstandes überrascht und verblüfft. In diesem Bereich, okay? Und er wirklich so, ja, anscheinend das Zubau dann irgendwann begreift, als dass sie die einzigen sind, die noch übrig sind.
auf dieser Kutsche, warum er Val immer noch hin und her ist. Also, ja, er verfolgt nur Subaru. Und dann wird ihm wahrscheinlich klar, dass alles, was bis jetzt passiert ist, nur seine Schuld ist. Warum die Karawane angegriffen wurde, warum alle draufgegangen sind, warum sich Rem für ihn geopfert hat und das trotzdem nichts geholfen hat. Ja, der Val ist nur hinter ihm her. Und als Otto das mitbekommt, anscheinend hat er, wie gesagt, anscheinend haben alle eine ziemliche Stressladung abbekommen. Und wie gesagt, und er wirft ihn dann einfach eiskalt, wirft Subaru aus dem Wagen. Und ich denke, ja, übernimm Verantwortung dafür, was du gemacht hast. Du stirbst, damit ich leben kann. Ja, war es nicht viel genützt, wie man dann kurz darauf sieht. Aber das ist gekommen. Und Subaru wirklich dann im Highspeed, aus der Kutsche, auf dem Boden, die Ragdoll Physics, ui. Man sieht wirklich, wie er auf dem Boden durch die Gegend geht. Also in Bezug auf das muss ich sagen, ja. Also da sieht man wieder mal die typischen, die masochistischen Einstellungen dieser Serie gegenüber Subaru. Wow, jeder, der mal schon aus irgendeiner fahrenden Gelegenheit rausgefallen ist, da ist dramatisch auf den Boden gekracht ist, kann sagen, oh, das tut weh. Okay, und an diesem Punkt ist auch Subaru wieder so weit, dass er sagt, er will nicht sterben, wieder mal. Er ist wieder auf diesem Punkt wieder angekommen, wo er sagen kann, er will nicht sterben. Was interessant ist, weil die meisten Personen, Moment mal, ist doch scheißegal. Er wird einfach nur wieder zu einem gewissen Punkt wieder einen Reset machen, wenn er stirbt. Das ist der Punkt dahinter, er will nicht sterben. Niemand will wirklich sterben. Selbst bei den meisten zu 99% Leute, die aufmerksam vor dem eigentlichen Tod fordern. Das ist das Interessante daran. Selbstmord ist meistens der Hilfeschrei zu nehmen. Und selbst da in diesem Punkt muss man sagen, ja. Und es ist hier, wo man wirklich sagen kann, Subaru ist wirklich jemand, wo man sagen kann, okay, er wird mit Mal zu Mal zwar verständlicher, warum er etwas macht, aber zum gleichen Punkt auch unsympathischer, warum er es macht. Weil hier sieht man einfach so quasi, er will nicht sterben. Oder er weiß, dass wenn er stirbt, einfach wieder zurück zum Punkt 0, wo er schon einmal war, zurückgesetzt wird, wo auch immer der wieder dieses Mal ist. Wahrscheinlich vor den Obsthändler, so wie vorher auch schon. Weil wie gesagt, es gibt noch keine richtigen Regeln, wo, wann und wieso. Was sind die Punkte? Warum gibt es diese Punkte, wo er einen Reset macht? Warum ist es nicht immer ein selber Punkt? Warum sind es immer verschiedene? Anscheinend ist die Ort, Distanz, Zeitraum komplett irrmundan, wirkt es zufällig, beinahe. Oder halt eben ein Punkt, der von dem der nächsten Katastrophe am weitesten weg ist vielleicht. Wie gesagt, nicht genau zu sagen. Wieder mal Zug. Na, herrlich. Aber okay, es ist nicht so schlimm. Aber hier sieht man ihn am Boden liegend. Gelinde gesagt, als Crash-Test-Dummy mal durch die Gegend geschleudert. Wie er endlich durch die Gegend heulend versucht, von diesem Wal zu flüchten, immer noch. Der Punkt ist, wie er wirklich mit verzerrtem Gesicht vor diesem Wal wegläuft. Er will nicht sterben an dem Punkt, okay? Wo ich sagen muss, von dem Punkt am Anfang, wo er versucht hat, den Wagen umzukehren, zu dem Punkt, wo er jetzt ist in diesem Moment, hat er mehr als 180 Grad Drehung gemacht, in Bezug auf, wir müssen sie retten, ich will nicht sterben. Was in keinster Weise irgendwie unrealistisch ist. Du kannst nicht sagen, was für ein Arschloch, sondern es ist verständlich, warum es passiert. Du siehst, warum er diese Einstellung hat. Das ist Todesangst. Das ist Panik. Eigentlich, was für ein Arschloch. Nein, so reagieren Menschen. Das ist faszinierend, weil das nicht verstehen. So reagiert ein Mensch, wenn er zu gewissen Punkten getrieben wird. Ob irgendeinem Punkt setzt der Selbsterhaltungstrieb ein, egal mit was für einem Auswuchs du damit zu tun hast. Okay, an irgendeinem Punkt rationales Denken, Wunschdenken, alles ist lieg. Und die primitivsten Punkte des Gehirns fangen einfach nur quasi geradeaus zu arbeiten. Und da gibt es kein du Arschloch. An diesem Punkt denkt niemand mehr geradeaus. Und witzigerweise, an diesem Punkt, du denkst in diesem Moment, Subaru, Val, Subaru. Schnapp, nix.
seltsam ist. Du siehst, dass der Wahl einige Mordintentionen hat für ihn und es passiert nichts. Das sind, glaube ich, die wenigsten Leute, von denen ich jetzt zugesehen habe. Es gibt keinen Grund, warum der Wahl aufgehört hat. Und in dieser Episode hier gibt es mehrere Punkte, wo es sagt, es gibt keinen Grund, warum. Vor allem, wenn du dann siehst, dass Subaran wiederum versucht, ins Dorf zu gelangen und Leute zu warnen, zum Glück noch, dann ihm der Wagen, auf dem Otto war anscheinend, mit den Dolchen dieses Hexenkults gespickt, blutig. Natürlich ist Otto nirgendwo zu sehen. Ja, wir wissen alle, was passiert ist. Der Mann ist nicht weitergekommen. Ahaha. Hat nicht viel geholfen sein. Ha, du musst sterben und ich leben muss. Karma is a bitch. Yeah. Auf jeden Fall, super. Wirklich, mehr oder weniger. Und die Reaktion, die er hat. Also quasi, oh. Gehen wir. Mit mehr. Und der Wagen einfach nur ganz langsam in Richtung Dorf. Okay. Wow, das ist Spaghetti-Western des Besten. Quasi. Yeah. Wo er gesagt hat, okay, jetzt an dem Punkt ist alles wurscht. Okay, das ist eine von diesen Szenen, wo du sagen musst, okay, das ist eine von diesen Leere. Und dann, das ist brillant. Wow, das sieht man so selten, aber das ist brillant. Das ist eine Western-Szene vorstellen, wo du weißt, so Django-mäßig was siehst oder so, okay? Auf jeden Fall, und seltsamerweise, ja, Subaru schafft es anscheinend noch früh genug, wo er von den Kindern aufgelesen wird, bis zum Dorf. Ja, yeah. Und das sieht mir ja in noch mehr oder verarschen. Meine Güte, schaust du fucked up aus. Und dann so, okay, und ich so, okay. Anscheinend ist der nächste das rumgehauen. Okay, yeah, eine Menge Leute sind gestorben für diesen einen Moment. Okay. Und der nächste ist dann einfach nur Subaru, der einfach wieder einmal im Bett in dem Anwesen liegt. Mehr oder weniger wieder einigermaßen auf dem Damm. Körperlich. Zuerst noch Ram für ihre Schwester wahrnehmen am Anfang. Weil dass sie neben ihm sitzt, aber nein. Wo man eben erfährt, worauf ich hinaus wollte eigentlich, sie erinnert sich an ihre Schwester nicht. Obendrein, ihr Zimmer ist komplett leer. Also nicht leer, aber unbewohnt. Du merkst, dass hier niemand gewohnt hat. Also es sind Leute, die von diesem Wal anscheinend gefressen werden, oder zumindest getötet werden im Verhältnis, nicht nur einfach so weg, aus dem unmittelbaren Feld. Nein, sind allgemein weg. Die hat es nie gegeben. Okay, das ist so ähnlich wie eine von diesen Episoden aus Star Trek Next Generation, wo Beverly Crusher, also der Schiffsarzt, in einer selbst erschaffenen Paralleldimension miterleben muss, wie die gesamte Crew des Raumschiffs auf einmal vor ihren Augen langsam verschwindet und niemand anders sich an sie erinnert, außer sie selber. So, also, wirklich, eine kleine Twilight-Episode für Star Trek sogar. Falls jemand das noch etwas sagt. Ich weiß nicht genau, wie viele noch die Star Trek-Sachen noch gesehen haben von euch, aber okay. Und genau sowas ist es hier. Wer ist das? Wir haben nie von dieser Person gehört. Nie gesehen, nie gehört, nie gerochen, okay. Und so, wow. Was ebenfalls wiederum. Moment. Da war kurz eine Erwähnung von jemandem, der diesen Wal bekämpft hat und dabei gestorben ist. Trotzdem erinnern sich Leute an ihn. Wie hängt das zusammen? Strange. Wiederum, Superhot hat anscheinend an diesem Punkt endgültig die Schnauze voll. Wieder einmal anscheinend. Also an diesem Punkt, wow, wie so viel Dresche emotional, wie der Typ bekommt, keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall ist es eins von diesen Dingen, wo du sagen kannst, yep. Er hat endgültig, nope. Nope, so viele Nope. Okay? Und sucht Emilia auf und versucht ihr endgültig reinen Wein einzuschenken und ihr zu sagen, was los ist. Wohl wissend, was die Konsequenzen sein werden, wahrscheinlich. Obwohl die es nie wirklich
klar dargestellt wird, weil es wird nur implementiert, dass wenn er versucht, jemanden das zu erzählen, was er weiß, was seine Situation ist, dass er wahrscheinlich dabei draufgehen wird. Es gibt diese wabernden schwarzen Hände, die anfangen, ihn zu umklammern und sein Herz anfangen zu quetschen. Also, ey, aus. Ende. Das hat keinen Sinn. Das ist. Okay? Der letzte Furz an dieser Geschichte ist gegeben von seiner Seite aus. Und er versucht es wirklich. Ehrlich, okay. Und sagen wir mal, an diesem Punkt muss ich sagen, okay, ich verstehe jetzt die Situation, wo die meisten Leute auszucken. Ja. Er macht nichts, um Rem nochmal versuchen zu retten in der vorherigen Teil der Episode. Aber hier schmeißt er jetzt offiziell sein Leben in die Bratpfanne, mehr oder weniger. Einfach nur so, Gott, er gibt auf. Er gibt auf an dem Punkt, aber eben, wo einige sagen, das ist ein ziemlich abgefucktes Szenario, muss ich sagen, in Bezug auf Subaru, weil, wie gesagt, wie er sich verhält in Bezug auf Rem und Emilia. So, in dem Verhältnis zum Beispiel. Die eine gibt sich mehr oder weniger auf für ihn, dass er davon kommt, und er lässt es mehr oder weniger passieren und rettet seine eigene Haut. Das ist menschlich. Einige versuchen das Ganze als künstliches Drama und als, oh, bösartig. Nein, das ist menschlich. Jeder Mensch an irgendeinem Punkt ist dann zu einem Punkt getrieben, wo er sagt, okay, hier setzt der rationale Verstand aus. Und wie gesagt, am Schluss, in der ersten Szene erwähnt er es auch, dass es ihm leid tut, was passiert ist. Okay? Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt hier wiederum, wo er wirklich sagt, er gibt auf. Er hat aufgegeben in dem Bereich. Und ja. Und an dieser Stelle muss ich sagen, Spoiler, falls ihr noch diese Episode sehen wollt, weil jetzt wird wirklich sehr. Weil er versucht es wirklich, Emilia zu sagen, was los ist. Und in dem Moment, da er es wirklich tut, zumindest einen Teil davon, dass er von den Toten wieder zurückkommen kann anscheinend, und das ist das Einzige, was er rausbekommt, passiert es eben, dass eben diese schwarzen Hände rauskommen und sich um sein Herz schließen, so langsam und so. Eine leichte Herzmassage für dich und so. Und dann passiert es wirklich abgefuckt, weil, bumm, ihm passiert nichts. Aber Emilia geht drauf. Wieso, what the? Kontext irgendjemand? Weil. So. The fuck? Also quasi. Und an diesem Punkt ist mir eines klar geworden. Das alles ist wirklich ein Szenario, Subaru zu brechen. In irgendeiner Art und Form, in eine Richtung zu drücken, um irgendetwas in Gang zu setzen. Yeah! An dem Punkt, wo sich der Typ wirklich entscheidet, okay, passt, ich habe jetzt keine Optionen mehr und ich habe die Schnauze endgültig voll von all dem, was hier passiert. Das dauernde Gesterbe, das dauernde, niemand versteht, was ich eigentlich durchmache, niemand weiß, was los ist. Alles, was bis jetzt passiert ist, ist mehr oder weniger 0815 für alle. Plus Leute verschwinden jetzt endgültig, Leute, die ihm anscheinend wichtig waren natürlich, ist ja auch klar. Ohne dass jemand sich an die erinnert, an irgendeinem Punkt muss man sagen, ja, er hat aufgegeben in dem Bereich. Und ich sage, okay, wenigstens, in dem Bereich ist es wahrscheinlich so, okay, wenigstens weiß am Schluss da wenigstens jemand, was los war. Auch wenn es das Letzte ist, was ich tue, anscheinend. Und dann geht die zweite Person, die ihm wahnsinnig wichtig ist, Emilia drauf. Wirklich, das Szenario ist definitiv so gestrickt, dass es egal, was Subaru tut, er immer den Kürzeren zieht. Auf die brachialste Art und Weise. Hintergrund, Kontext dazu, noch nicht da gewesen. Man weiß nicht warum, man weiß nicht wieso, wie es zu was kam. Vor allem an diesem Punkt eben, yeah, Subaru hält Emilia leblos im Arm, sie mehr oder weniger kotzt, hat ihm mit Blut vollgekotzt. Wer weiß, was mit ihr passiert ist, mehr sieht man von ihr nicht, okay? Außer, dass ihr Blut aus dem Mund kommt. So, okay. Und an diesem
Punkt macht Beatrice einen Auftritt und sagt ein paar sehr verstörende und sehr strange Sachen. Weil Subaru an diesem Punkt sie um den Tod anfleht. Er sagt, bitte bring mich um. Ende. Aus, fertig. Wenn schon gar nichts anderes, dann wenigstens resette ich das Ganze und ich kann nur noch einen Versuch starten. Aber ja, an dem das wahrscheinlich. Weil er will einfach, wie gesagt, an dem Punkt hat er, glaube ich, aufgegeben, endgültig. So, bring mich einfach um, endgültig. Und ihre Antwort darauf ist, was sie vorher auch noch sagt, ist, und ich hoffe, dass das keine Überhetzungsfehler ist, und ich habe mir das mehrfach jetzt reingeschaut, und nein, sie sagt wirklich, es sieht so aus, als könnte ich nicht alle deine Wünsche erfüllen. Wünsche erfüllen. Erstens einmal, Subo hat nur einen Wunsch an Beatrice gemacht, und das ist, beschütz mich so lange, wie ich in dem Anwesen bin, dass ich nicht draufgehe. Das war der einzige Pakt, den sie abgeschlossen haben. Das ist der einzige Wunsch, den er was mich auch zu einem bereits vorher aufgebrochten, vor keine Ahnung, wann, welche Episode es war, dass Beatrice definitiv mehr über Subaru weiß, als es anzumerken lässt, okay? Du merkst wirklich, dass dieses Mädel hat mehr Infos, als es wahrscheinlich braucht. Entweder kann sie nichts sagen oder will nichts sagen, was auch immer. Und ich habe das schon einmal aufgebracht. Sie hat definitiv mehr Infos über die Situation, die hier am Gange ist, okay? Aber an diesem Punkt ist sie mehr oder weniger so. Sie wirkt mehr enttäuscht als zornig. Vor allem, weil sie Subaru und Emilias Überreste, mehr oder weniger, aus dem Anwesen wirft. Also mit der Aussage, ich kann dich nicht umbringen, okay? Nein. Nö. Aber wenigstens stirb nicht vor meinen Augen. Und so teleportiert sie die beiden nicht raus in die Wälder. Okay, what the fuck? Keine Ahnung, worauf das, wie das jetzt funktioniert, aber anscheinend glaube ich, dass Beatrice durch gewisse Verhältnisse mehr, vor allem da sie ja jemand ist, der anscheinend Raum krümmen kann, anscheinend, was man schon gesehen hat, dass sie ja die Räume in diesem großen Gebäude noch freiem Willen und Gedings wirklich verschieben und sortieren kommen, wie sie will. Sie kann also den Raum manipulieren. Dass womöglich sie jemand ist, der über diese Dinge hinaussehen kann vielleicht. Oder durch die Verbindung, die sie durch diesen Pakt mit Subaru hat, oder mehr als das Versprechen ist, dass sie vielleicht von den vorherigen Sachen irgendwie was mitbekommen hat. Dass das anscheinend, okay, sie merkt, dass er Sachen weiß, die er nicht wissen kann. Und ihr das auffällt. Dass sie vielleicht, sie macht einen relativ belesenen Eindruck. Sie macht ebenfalls den Eindruck, dass sie jemand ist, der sehr viel denkt, okay? Sie ist zwar ein rechter Zornigel und sie ist ein Engerlolli, okay? Aber man merkt, dass sie jemand ist, der einen Schwerpunkt in gedanklichen Geschichten hat. Ich denke mir, dass sie wahrscheinlich definitiv mehr Ahnung davon hat, als man das jetzt sehen kann, was mit Subaru eigentlich los ist, okay? Und wie gesagt, und an diesem Punkt ist sie einfach nur enttäuscht. Und ich glaube, dass ebenfalls andere Leute bereits irgendwie die Ahnung haben, was mit Subaru los ist. Also eine Ahnung davon, was die Situation ist zumindest. Oder eine vage Vorstellung davon, okay? Weil nachdem Subaru und Emilia Friede ihrer Asche mehr oder weniger im Wald aufschlagen, wortwörtlich, und natürlich taucht der Hexenkult auf. Es ist mal wieder die Zeit. Okay, für den etwas verrückteren Typen ein bisschen aufzutun, immer faszinierend, dass der gleiche Voice-Actor für diesen Kult-Anführer der gleiche Typ ist, der was in Sword Art Online Kirito spricht. Ich gebe mir noch nicht drüber hinweg, weil ich finde das faszinierend und geil. Und das ist es eben so. Er ist, da er ja nichts aus der vorherigen Zeitrunde weiß, anscheinend, ja. Okay, an diesem Punkt ist es so, dass er keine Informationen hat, die das bestellt. Er ist mehr so der
Oh, where is that? Ah, intrigued. Er ist mir so, ah. Genau das, was wir danach gesucht haben, ha, ist da. Und so, du merkst, ah, er ist sehr erfreut über die Situation, die er vor sich sieht, auch wenn er genau weiß, was los ist. Und yeah, du bekommst endlich mit, was für eine Fähigkeit dieser Typ eigentlich hat. Weil dieses Mal, im Gegensatz zum vorherigen Mal, als man auf ihn trifft, kann Subaru seine Fähigkeit erkennen. Und das sind wiederum. Und das ist, okay, hier hat jemand definitiv Elfenlitz sehr gemacht. Aus diesem Typen fangen aus dem Rücken aus genau dieselben schwarzen Hände zu wuchern, mehrfach, die auch Subaru angreifen, wenn er versucht, Leuten von seiner Situation zu erzählen. Okay, das ist definitiv etwas, was die beiden in irgendeiner Form verbindet. Also haben beide in gewissen Formen diesen Hexenfluch. Okay. Was interessant ist. Wäre es nicht lustig, wenn auf einmal rauskommen würde, dass dieser Kultanführer und Subaru ein und dieselbe Person wären? Nach Jahren später, nach zigtausend Zeitschleifen und Wirrungen der absolut geschrägen Sorte, ist er so gebrochen, dass er zu einer ganz anderen Person wird und dann irgendwann wieder zurückgereist und diesen Kultanfang zu manifestieren. Wow, okay, das ist ein bisschen zu strange. Okay, ich schmeiße es nur raus, weil es mir gerade in den Sinn gekommen ist. Gerade jetzt, okay, sorry. Auf jeden Fall. Das scheint einen ganzen Haufen andere Sachen aufzuwerfen, okay? Du siehst jetzt, was für eine Fähigkeiten. Wie gesagt, beim ersten Mal hast du nur gesehen, wie er mehr oder weniger Spastic Elastic mit REM durchführt, wie er sie mehr oder weniger zum Michelin-Männchen macht. Okay, und die Memes waren ja wahnsinnig geschmackvoll, danke sehr dafür. Aber diesmal siehst du, kann Subaru anscheinend diese Sachen, warum kann er jetzt genau in dieser Situation diese Fähigkeiten, diese Arme sehen? Direkt, und das wird aufgebraucht. Okay, warum kannst du das? Der Kultanführer bringt es nicht auf. Das heißt, Moment einmal. Du siehst die Dinger. Und du merkst, dass dir das nicht gefällt, okay? Oh Mann, weil er seinen Frust an Emilias Kadaver auslassen will in diesem Moment. Wo wirklich irgendwie sagen muss, okay. Werden wir jetzt hier noch auch noch nicht nur Rems mehr gehabt, Knittmasse-Version von Gambi vorgeführt oder so in der Richtung, sondern also jetzt wird auch noch der leblose Körper von Emilia mehr oder weniger hier noch in ein Stück gerissen vor der Kamera. Oh, jetzt wird es zwar ordentlich finster in der Geschichte. Fast, weil an diesem Punkt taucht Pack auf. Und dann so, okay. Und dann so, yep, an diesem Punkt wissen wir, glaube ich, alle, wie Subaru draufgehen wird. Warum? Weil wir es auch in der vorigen Version gesehen haben, als das riesengroße Wolfsding Subaru geköpft hat. Mit derselben Aussage, die Pack immer wieder macht mit seiner Tochter. Und so, yeah. Und so, okay. Wow. Affenartig, würde ich mal sagen, weil diese Episode 29 Minuten vor schon, wow, eine halbe Stunde also genauso lange über das Ding geredet, wie länger sogar als die Episode läuft, wow. Und ja, damit endet die Episode auch dieses Mal. Man muss sagen, Mamma mia, das ist ein würziges Fleischbällchen. Weil du bekommst so viele Fragen auf einmal. Warum dieses, warum jenes, was, wie, wo, wann? Wir kommen jetzt in diese Verwirrungsphase von solchen Serien wieder rein, wo dir zwar Informationen gegeben wird, aber immer die essentiellen Punkte fehlen. Diese typische 4 gewinnt im XX Ultra L Versionen. Du siehst Informationen, die wichtig sein können oder auch trivial sein können, aber dir fehlt das letzte Puzzlestück wieder einmal.
wenn nicht eines oder mehrere, um aus diesen ganzen Informationen, die du jetzt bekommst, Sinn zu machen. Und das ist mal die geilste Situation, weil jetzt kannst du spekulieren ohne Ende. Jetzt. Und das ist interessant jetzt momentan, wenn sie das ordentlich rüberbringen, muss ich sagen. Und bis jetzt war es perfekt gemacht, also muss ich sagen, yay! Es ist düster jetzt auf jeden Fall. Oh yeah! Und wir haben noch ein paar Episoden vor uns und yeah! Ich bin so gespannt, wie das Ganze aufklappt. Cliffhanger. Hat einen wieder an seinem Pinirglieser. Kann mir jemand verstehen, dass das eine Einspielung auf die Coneheads war, aber okay. Egal. Filmbuffs gibt es bei uns hier in Österreich und in Deutschland kaum noch welche. Zumindest nicht solche, die solche Einspielungen verstehen. Schade. Na egal. Auf jeden Fall. Hey, wenn ich so ist niemand nicht war. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Episode 17 von ReZero war geil. Verstörend. A Hammer-Twist. Wieder einmal. Und immer noch, es geht immer tiefer runter mit Subaru und seiner Einstellung und auf was er eigentlich hier macht. Aber hey, cheers, bis zum nächsten Video. Ja, und der Kaffee ist definitiv kalt jetzt. Mist.